Er untersuchte Hitlers Zähne, in Amerika studierte er beim FBI, in Leipzig eröffnet er regelmäßig das Wave-Gothic-Treffen. Bei uns der berühmteste Kriminalbiologe der Welt, Dr. Marc Benecke. Marc Benecke, wie viele Menschen auf der Welt haben schon zwei Tiere, die nach einem benannt worden sind? Wahrscheinlich unheimlich wenige, oder es sind sehr spezialisierte Menschen, die dann ihr ganzes Leben damit verbracht haben, in einer Museumssammlung oder Ähnlichem diese Tiergruppe zu bearbeiten. Da kommt das sicher dann häufiger vor, dass mehrere Tiere vielleicht nach dem benannt werden. Du bist ein berühmter Kriminalbiologe, Doktor. Zwei Tiere, neuerdings Ptecticus Benecki. Etwas, was in Fledermaus AA gefunden wurde. Kot, ja. Ja, danke. Mir fiel jetzt nach so viel, mir fiel jetzt nur das eine Wort ein und ich wollte es nicht nochmal. So sieht das aus. Warum wusste man vorher nicht, dass es das gibt? In dem Fall tatsächlich, weil es eine relativ abgelegene Gegend ist und natürlich nicht viele Leute in Kot nachschauen. Das ist aber eine Kollegin von mir, die das gefunden hat, beziehungsweise eine Studierende von mir aus Kolumbien und eine Kollegin und noch jemand aus Brasilien, ein Kollege von mir. Und die sind zusammen, wir machen ab und zu mal Kurse über Insekten auf Leichen und da gehen wir sowieso an abgelegene Orte und jetzt in den Kot, in einer Umgebung zu schauen, wo vielleicht auch mal dann Leichen liegen, weil wir da Experimente machen oder so, führt dich dann halt einfach in abgelegene Gegend. Der Großteil der Tiere ist gar nicht erkannt. Also es sind noch viele Millionen mehr, als du das gesagt hast. Also gerade dann, wenn wir mal in solche Regionen gucken, Brasilien, Kolumbien, Peru und so weiter, da, wenn wir das dann da hochrechnen, dann kommen wir teilweise noch auf ganz andere Zahlen von Tieren. Und dabei werden dann ab und zu welche entdeckt. Dazu musst du aber super spezialisiert sein. Da musst du nämlich jede Flügelader und jede Borste und so weiter von diesen Tieren musst du kennen. Und die Geschlechtsorgane rausziehen mit einer Pinzette. Was auch, je kleiner die Tiere sind, also wenn die so groß wie ein Mohnkorn sind, kannst du dir vorstellen, wie schwierig das dann ist. Und dafür braucht man dann eben auch noch, und das ist die letzte Hürde, sehr viele Spezialisten und Spezialistinnen, die damit ihr Leben verbringen, nichts anderes zu machen. Hat diese Ehre irgendeine materielle Umsetzung? Darfst du jetzt irgendwo kostenlos Straßenbahn fahren oder ähnliches? Ja, das wäre schön. Da träume ich schon immer von, dass ich mal eine gratis ÖPNV-Karte bekomme. Ich habe ja noch nie ein Auto gehabt und so. Das wäre für mich tatsächlich sehr cool. Nee, das ist tatsächlich eine Verbeugung. Also ich habe eine Tierart entdeckt in einem verfaulten Schwein und habe die dann nach einer der drei Bearbeiterinnen davon benannt. Und die anderen Kollegen finden das halt gut, dass ich der einzige Europäer bin, der nach Südamerika geht und die Tiere wieder zurückbringt. Also alle anderen gehen ja als Europäer so immer noch kolonialistisch angehaucht irgendwo hin, entdecken was und bringen das dann ins Naturkundemuseum, wo auch immer, in Europa oder Nordamerika. Und ich bin der Einzige, der die zerlegten, neu beschriebenen Tiere persönlich wieder zurückbringt. Und das kann man schwer beschreiben, aber die sagen dann auch nichts in dem Moment. Aber das ist eine Stufe, die du sonst durch nichts, also auch nicht durch Geld oder sowas erreichen kannst, dass du eine echte, kollegiale Ehrbezeigung der örtlichen Arbeit vollführst. Und so ist das im Laufe der Zeit entstanden. Ich bin ja auch noch Namensgeber für Astrophiura, Marc Benecki, also eine ausgestorbene Tierart. Das war das erste, ja, eine Schlangenstern. Ein ausgestorbener Schlangenstern. Und das ist zum Beispiel, weil ich sehr, sehr lange mit den Kolleginnen und Kollegen vom Naturkundemuseum in Luxemburg einfach, ich kann das schwer beschreiben, ganz aufrichtig und ehrlich in gegenseitiger Wertschätzung arbeitet. Also ohne das Politikergeschwafel von Aufrichtigkeit und Handlungen, sondern die echten Handlungen und die echte Ehrerbietung. Also egal wo auf der Welt das ist, wir machen wirklich was zusammen. Was mich gewundert hat, ich meine, dein Leben, wenn man die ganze Biografie, die Bücher liest, hat man immer das Gefühl, der Mann ohne Ekelgefühle. Und was mich am meisten überrascht hat, dass du irgendwo geschrieben hast, oder vielleicht ist es eine Räubergeschichte, dass dich Spinnen doch tendenziell unglücklich machen. Ja, also es ist so, ich finde die natürlich faszinierend, besonders jetzt Springspinnen sind ja ein ganz großes Ding. Heute habe ich auch wieder die echten Augen von echten Springspinnen gepostet und so. Die sind also gerade das Darling im Internet. Aber es ist tatsächlich so, dass ich da habe ich natürlich ein Gefäß, wo ich die dann ruhig und freundlich raustrage, das stimmt. Aber eigentlich finde ich sie auch zunehmend faszinierender, so wie du das gerade auch beschrieben hast. Also dass viele Dinge, die ich vorher entweder nicht wahrgenommen habe oder langweilig fand oder vielleicht auch irgendwie komisch oder seltsam, dass ich da die Schönheit drin entdecke. Und das hängt eben damit zusammen, dass ich immer von Kollegen und Kolleginnen reingeschubst werde in irgendwelche Welten, die ich vorher nicht kannte. Zum Beispiel Pilze sind jetzt gerade ein Riesenthema auch im Internet. Die finde ich zum Beispiel auch sehr faszinierend, wenn die so schleimig zerlaufen und dann so schwarz werden. Und ich bin scheinbar nicht der Einzige, der das so sieht. Und was ich aber wirklich nicht mag, sind so Haare im Abfluss. Das kann ich wirklich nicht leiden. Also das wird nichts mehr. Also das mag ich nicht. Bei ihm kann das nicht passieren. Du meinst, sie bleiben am Kopf?
Ja, ja, und werden immer mehr. Nein, nein, ich hole die auch immer raus aus dem Gulli da von dem Dings. Ja, also, ja. Manche machen ja Chemie rein, das mache ich nicht. Nein, 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 nein. Die kann man schon rausholen und wieder in den Kreislauf des Lebens zurückbringen. Ja, ja. Kann man tatsächlich. Gab es einen epiphanischen Moment in deiner Kindheit, in dem das angefangen hat? Was bedeutet denn epiphanisch? Eine Erleuchtung, ein Moment, oh, in dem das alles angefangen hat, mit den Tieren, mit den kleinen Tieren. Also meine Patentante und meine Großeltern, als sie noch gelebt haben, die haben alle gesagt, ich hätte das schon immer gemacht. Und ich glaube auch ehrlich, das ist wirklich so, dass das einfach nur ein Kind bleiben ist. Mehr ist das überhaupt nicht. Also ich meine, du bist ja auch ein Datenfuchs in Wirklichkeit. Also jetzt hier heute Abend jetzt vielleicht gerade nicht, aber du kennst das ja vielleicht, dass das einen beruhigt und angenehm ist, einfach mal in Dinge zu sortieren und anzuschauen. Und ich glaube, so war das für mich auch. Wahrscheinlich war für mich alles total chaotisch und ich habe nichts verstanden. Und dann war das für mich schön, halt, weiß ich nicht, Eis, Zapfen, Steine und Tiere einfach einzusammeln und zu sortieren und die vor allen Dingen aber auch Leben zu beobachten und eben nicht, wie das früher mal üblich war, auf eine Nadel zu stecken oder sonst was, sondern ich fotografiere die lieber, gucke die lieber an und freue mich auch, wenn sie dann wieder ihr Ding machen. Richtig berühmt geworden bist du, da gibt es auch diesen Übernamen, Dr. Made. Ich finde den immer etwas komisch. Magst du den? Willst du Dr. Made sein? Also das ist mir total egal. Das fing ganz früh an, dass damals noch Printzeitschriften halt was Schönes sich gesucht haben. Und das erste war immer der Herr der Maden, abgeleitet von dem Roman Der Herr der Fliegen. Da habe ich gesagt, okay, bitteschön, wenn die das da in so Nobelpreisnähe rücken wollen, weil das einen Literaturnobelpreis dafür gab, ist mir total egal. Das hat mit mir nichts zu tun. Das ist eine Erfindung nach außen. Und dann kannte ich das zum Glück aus Köln, sowohl das Karnevalistische, was der Harry beschrieben hat, damit bin ich aufgewachsen, als aber auch die ganze Presse. Also ich habe die Gründung von RTL miterlebt, dem Fernsehsender und vieles andere. Und dann dachte ich mir so, okay, wenn das notwendig ist, um eine wissenschaftliche Sache zu vermitteln. Ich meine, das hast du ja früher auch mit Wetternachrichten gemacht, dass du die dann ein bisschen anders als die anderen dargeboten hast. Dann habe ich mir gedacht, das sind die Profis, die von der Presse, die können das. Wenn die also Dr. Made, Herr der Maden oder sonst was dann dafür brauchen, bitte schön, dafür kann ich dann meine wissenschaftlichen Dinge unter diesem bunten Regenschirm erzählen. Machst du denn die Dinge? Wärst du noch für die angefragt, für die klassische Darleiche? Wir wissen nicht, wie lange und warum. Ja, ich bin tatsächlich zusammen mit meinem Team, jetzt nicht ich alleine. Ja. Wir sind echt die letzte Autobahn, die letzte Tankstelle vor der Autobahn, so heißt das, glaube ich. Ich habe keinen Führerschein, du merkst das schon. Also wir sind tatsächlich die letzte Stelle, wenn irgendwo was passiert. Also zum Beispiel klassischerweise, jemand geht in den Knast, weil er nichts gesagt hat, keine Silbe. Und der Rechtsanwalt oder die Rechtsanwältin gesagt hat, halten Sie mal die Klappe, das ist immer besser. Und diesen Rat halte ich für nicht richtig, sondern ich halte es für richtig, wenn man was nicht gemacht hat, das laut und deutlich zu sagen, damit man eben spurenkundlich das abgleichen kann. Und da sind wir häufig wirklich die Letzten, weil in Deutschland gibt es kein Innocence Project wie in den USA oder in England. Es gibt keine Möglichkeit, dich an irgendwie eine Uni zu wenden, die dann einmal im Jahr mit den Studierenden so ein Projekt macht. Keine Chance. Und die viele Menschen wissen, dass wir die sind, die zumindest die Spuren angucken. Also wenn es Spuren gibt, Blut, Haare, Urin, Sperma, Kot, Speichel, alte Fotos, mittlerweile teilweise auch alte Babyleichen, die in irgendeiner Sammlung liegen, alles Mögliche, dann macht's keiner. Es gibt keinen, den du dafür ansprechen kannst. Und deswegen haben wir extrem viele Fälle, ja. Wenn ich nicht gemordet hätte, könntest du mich entlasten, falls ich angeklagt werde? Entlasten würde ich nicht sagen, weil das am Ende immer ein juristisches Ding ist. Aber wir können zumindest, wenn du sagst, ich kann dort keine Blutspur hinterlassen haben, weil ich da nicht war, dann können wir gucken, was für Spuren das sind. Und zum Beispiel, wenn es rostiges Wasser ist, wäre ich dann derjenige, der sagt, eine chemische Untersuchung oder eine Auftreffwinkeluntersuchung zeigt, das ist rostiges Wasser. Da brauchen wir nicht weiter drüber reden. Ja. Wenn das die Grundlage deiner, sagen wir mal, Verurteilung. Ja, oder dessen, was dich angeblich belastet. Ja. 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 Kriegsverbrechen müssen bewiesen werden. Mariupol, Butscha und so weiter. Der Internationale Gerichtshof ist da gefragt. Wie beweist man das? Das ist tatsächlich, also Massengräber sind ein ganz altes Thema. Ich habe sofort, als der Krieg losging, habe ich wirklich tatsächlich auch zu jungen Studierenden, nicht nur zu meinem Team gesagt, okay, macht euch auf die Massengräber gefasst, paf und zack, ist genau so passiert. Weil das war in Ruanda so, das war in Bosnien so, ist jedes Mal dasselbe. Und ich könnte noch viel weiter zurückgehen, aber das ist langweilig. Und es ist eigentlich relativ einfach, weil da hast du nämlich genau das räumlich-zeitliche Netz, was kriminalpolizeilich sowieso mal aufgespannt werden muss, um zu verstehen, wann was passiert ist. Und die Leichen kannst du
du kannst das halt mit Zeugenaussagen abgleichen. Normalerweise interessieren die mich nicht. Aber wenn jetzt ein Zeuge oder eine Zeugin sagt, ich habe beobachtet, dass dort an dieser Stelle jemand zusammengetrieben wurde, dann habe ich die Schüsse gehört und danach habe ich gesehen, wie da jemand gegraben hat, und dann bin ich halt abgehauen in die Berge. Ich weiß, wann das war, ich weiß, wo das war und ich weiß, wie sich die Schüsse angehört haben. Dann hast du das räumlich-zeitliche Netz und jetzt natürlich das Spurennetz. Du kannst gucken, können das diese Menschen sein durch Erbsubstanzuntersuchungen, durch Kleidung, durch Schmuck. Du kannst gucken, ob die Schüsse überhaupt zu den Waffen gehören, die, wenn das Projektile sind, die da gefunden werden und vieles mehr. Also ehrlich gesagt sind Massengräber relativ einfach zu untersuchen. Das Problem ist halt nur, die Gegend ist vermint, es ist ein politisches Theater. Es wurde bis vor ein paar Jahren, haben sich einzelne Länder nicht getraut, das Ganze anzuklagen. Aber eigentlich ist das spurenkundlich einfach. Zum Glück. Sind es Kriegsverbrechen aus deiner Sicht? Das ist eine rechtliche Einordnung. Also da sage ich keine Silbe zu. Auch was ist eine Vergewaltigung? Das ist eine rechtliche Bewertung. Aber ich kann halt sagen, wie das zum Beispiel propagandistisch sehr stark ausgeschlachtet wurde zwischen Polen und Russen in Katyn zum Beispiel, da war das ein großes Problem, wo der Rechtsmediziner Otto Prokop, den du gespielt hast, auch die ganze Zeit mit sich innerlich sehr stark mit befasst hat. Da kannst du das... Du kannst einfach sagen, wer es gemacht hat, wann es passiert ist, wie viele Leute in welcher Zeit, Klammer auf, warum getötet wurden, weil das dann auch relativ klar ist. Und die Bewertung ist dann, glaube ich, kulturell und sozial und rechtlich kein Problem mehr. Man hat ja immer den Eindruck, dass du genug zu tun hast. Dennoch hast du einen Krimi geschrieben. Einfach nicht das Sachbuch, 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 ja, sondern es gibt jetzt viral Blutrausch. Warum? Ja, also erstmal haben die Fans halt immer danach gefragt und der zweite Grund war, ich wollte doch nach der ganzen Erfahrung, die wir gemacht haben mit so Märchen erzählen, Verschwörungen erzählen, die gegen die Spuren gehen, also wo die Spuren überhaupt nicht vorhanden sind. Also der Klassiker ist das angebliche Bluttrinken von irgendwelchen reichen Leuten, die das unter einer Pizzeria machen und da ist aber gar kein Keller. Und dann fragt man sich, wie sollen die das unter der Erde, unter der Pizzeria gemacht haben, wenn da gar nichts ist, also außer Erde, wie soll das gehen? Und da haben wir eben so eine Geschichte gestrickt, so einen klassischen Krimi, dass ein natürlich total kaputter Ermittler, weil das mehr Spaß macht, dann in eine Umgebung kommt, in der es halt eine auffällige Richtung gibt, wer jetzt die Bösen gewesen sein könnten. Und dann kommen noch die ganzen Verschwörungsleute dazu. Und am Ende ist es natürlich dann noch ganz anders, als man das gedacht hat. Und so konnte ich mal mit den Menschen, ohne dass es jetzt um Corona oder um politische Dinge geht, einfach mal in diese Welt der blöden Vorurteile durchgehen. Und am Ende freuen sich natürlich die Leser und Leserinnen. Vielleicht haben sie ja doch schon geahnt, wie es ausgeht. Und das macht dann auch offenbar einfach mehr Spaß als die Wirklichkeit. Ich habe ja auch mit diesen Verschwörungstheorien zu tun. Jeden Tag schreibt irgendeine E-Mail, der sagt, die Kondensstreifen, das ist irgendwie das International. Und das sind eigentlich Chemtrails und wir werden vergiftet. Lauter solcher Schwachsinn. Und ich habe ein bisschen den Eindruck, du kommst noch viel mehr durch die Welt als ich, dass wir in den deutschsprachigen Ländern ein bisschen bescheuerter sind als Menschen anderswo und mehr Schwachsinn glauben als Menschen anderswo. Nee, das ist bei mir so. Ich werte das nicht so stark. Also du bist ja scharfzüngig und ich versuche immer sehr versöhnlich zu sein. Zum Beispiel, wenn jetzt in einem Land die Leute sagen, das war ein Fall mit Hexerei, dann sage ich erstmal, okay, whatever, wir fahren jetzt erstmal dahin, gucken uns den Fundort an und dann kannst du mir in einer Woche mal erzählen, was Hexerei überhaupt ist. Weißt du, also ich versuche immer ein bisschen mehr die Menschen mit einzubinden, damit man den Fall vernünftig bearbeiten kann. Du hast natürlich mit sehr ärgerlichen Dingen zu tun, weil du wirklich 100% weißt, dass das jetzt Bullshit ist mit den Chemtrails und musst da nicht besonders versöhnlich sein. Aber bei uns ist es ja häufig so, wir wissen noch nicht ganz genau, was passiert ist und sagen dann lieber, komm, ich untersuche auch gerne paranormale Fälle, wo angeblich Gemälde weinen und dergleichen oder wenn Leute Geister jagen wollen und so, dann sage ich immer, ja, okay, prima, dann lass uns mal über die Geräte reden. Welche Geräte benutzt du denn da? Habt ihr mal Interesse daran, darüber zu reden, was das Gerät überhaupt messen kann und was es nicht messen kann. Also ich bin halt Kölner und umarme die Leute dann eher. Und Lorenz, pass auf. Ja, genau. Wenn Xavier Naidoo, du bist der Gute, aber du guckst ja auch Bergdoktor. Wenn Xavier Naidoo in 3 Minuten jetzt von seinem Verschwörungsstuss Abstand nimmt, reicht das für dich? Ist er jetzt sozusagen dann wieder? Du meinst, wenn er davon zurücktritt? Richtig, ja, das hat er jetzt ja gemacht. Ach so. Ja, nee, er hat ein Video gemacht in 3 Minuten und hat gesagt, ja, er war da fehlgeleitet und nee, doch nicht. Und naja, sagen wir mal so, wir sehen natürlich sehr oft, dass Menschen sich in irgendwas rein verrennen, in jeder Hinsicht. Das kann auch Liebe sein oder Hass oder sonst irgendwas. Also darum, das muss jetzt nicht nur irgendwas Verschwörerisches im eigentlichen Sinne sein. Ich bin da sehr nachsichtig, weil es ist zum Beispiel untersucht mit einer großen
Gruppe von Medizinstudierenden, wie man sich verliebt. Und wenn du dich verliebst, ist das eigentlich auch wie eine ganz kleine Psychose. Ne? Also eine Psychose gibt es als was eigentlich als schlimmste psychische Erkrankung. Dann denkst du halt, du wirst überwacht und bedroht und hast keine Ruhe mehr und kannst nicht mehr schlafen und hast ganz viel Angst. Aber es gibt das halt auch im ganz Kleinen, dann nennt man das die rosarote Brille. Das ist, wenn du verliebt bist. Das ist dann halt das andere, harmlose, freundliche Ende. Und da ich diese ganzen, sagen wir mal, Bögen sehe, in denen sich das aufspannt, würde ich sagen, wenn jetzt Xavier Naidoo zurücktritt und das irgendwie begründet, dann okay, bitteschön. Allerdings würde ich dann sagen, okay, es könnte natürlich passieren, dass er sich in einem halben Jahr wieder anders überlegt und das Pendel wieder in eine andere Richtung schlägt. Was jeder weiß, wenn man 5G hat, und in Leipzig gibt es ganz viel 5G, dann wird man magnetisch. Und das weiß jeder. Und wir wollen das jetzt kurz bestätigen. Ja, das ist sehr, sehr schön. Das hast du ja nicht gemacht, wenn du irgendwas gebankt hast oder sowas. Also ich gehe einen Schritt weiter. Ich habe also RFID-Chips eingepflanzt und Magnete und so. Was hast du eingepflanzt? RFID-Chips, wo eine kleine Nummer drin ist, die kannst du dann zum Beispiel deinem Türschloss beibringen und dann kannst du da... Das ist richtig cool. Das wollen wir am WLAN machen. Daheim. Das gibt es ja auch am WLAN, ja. Wo du den Chip hast und kann, wenn ein Kollege kommt, ja, darf ich mal dein WLAN-Passwort haben? Anstelle, dass du dann die 20 Ziffern hältst du dein Handy dran, zick, bist drinnen. Das ist richtig... So, und jetzt ist es halt passiert, dass nicht nur durch 5G-Handynetz, sondern auch durch Impfungen angeblich, dass Menschen magnetisch werden und die leiden halt drunter, habe ich ja gerade geschildert. Und dann lache ich halt nicht drüber, sondern sage ich, okay, dann kommen sie vorbei, dann zeige ich ihnen das, dass sie nicht magnetisch sind, dann tun wir halt magnetische und nicht magnetische Sachen auf den Körper und dann sehen die halt, dass die alle kleben, auch wenn sie gar nicht magnetisch sind, dann sagen wir, sehen sie, also dann liegt es vielleicht eher an ihrem Hautschweiß oder irgendwas, dass sie vielleicht ein bisschen beleibter sind und dadurch die oberen Hautschichten ein bisschen weicher sind, irgendwie sowas. Aber für Kinder oder so ist das halt eindrucksvoller, wenn man sagt, guck mal, hier ist ein Kompass, der richtet sich nach dem Erdmagnetlinien, das muss ich leider nach oben halten, ich weiß nicht, ob die Kamera das sehen kann, aber und dann kann man halt die Magneten, die ich hier im Körper habe, da einpflanzen und dann bewegt sich halt, müssen wir hier so rum machen, dann bewegt er sich auf einmal, oder ich kann es hier, das kann man vielleicht mit der Kamera besser sehen, da kann man auch, oder kann Büroklammern dranhängen oder sowas, oder Münzen und dergleichen. Und dann sagt man, also man sagt natürlich nicht, was das ist, aber dann sagt man, seht ihr, Kids, also man kann schon magnetisch sein, aber wie kommt das denn? Und Kinder sagen dann zum Beispiel, ja, dann hat der Mann Magneten im Körper. Und Erwachsene sagen dann halt Impfungen, 5G oder sowas. Und da kann man sagen, guck mal, die Kinder sind viel vernünftiger, die prüfen das eben und mit kindlichem Gemüt kann man auch sehr viel Angst verlieren, weil diese ganzen Verschwörungen haben immer mit Angst zu tun. Die Leute sind einfach ängstlich und ich möchte nicht, dass Menschen ängstlich sind. Ist das denn gesund, wenn ein Magnet da in dir wohnt? Ob das gesund ist? Ja, ja, es ist sehr gesund, natürlich, selbstverständlich. Es ist völlig egal, es spielt keine Rolle. Ja, jetzt ist man gewinnt einen Zusatzsinn. Du kannst sehen, ob zum Beispiel Elektrotransformationsgeräte, ob die angeschaltet sind oder nicht. Also du hast tatsächlich einen zusätzlichen Körpersinn. Aber warum hast du überhaupt Magnete drin? Ich möchte nicht mit ihm im Flugzeug sitzen, weil das Kompass geht in die falsche Richtung. Die fliegen nicht nach Amsterdam, die fliegen nach Paris. Die können ja auch nach den Sternen fliegen, die Piloten und Pilotinnen vielleicht. Ja, ja. Zweite Juri Geller, der da... Ja, genau. Ja, genau, dazu dient das. Das ist genau das. Als wenn also Menschen sagen, ich habe aber mal gesehen, dass jemand so einen Kompass verstellen kann, das ist so ein klassischer Illusions-, aber auch eben Betrügertrick, dass man Betrügerin-Trick, dann kann man eben sagen, ja, aber ich kann das auch und du musst mir jetzt kein Geld dafür geben. Also du musst eben nicht fragen, ist es gesund oder sonst irgendwas, sondern das kann auch einfach eine andere Erklärung haben. Quatsch! Ja, genau. Wir sehen Dr. Marc Benecke wieder beim WGT in Leipzig. Wieder richtig volle Lotte dieses Jahr. Genau, ich eröffne das WGT wie jedes Jahr als DJ, genau, und hoffe, dass ihr dann nächstes Jahr auch wieder mit als Band dabei seid. Ganz Leipzig wird schwarz für die, die nicht aus dem, wie du vorhin gesagt hast, Sendegebiet kommen. Es ist die größte Veranstaltung von Menschen aus der schwarzen Szene und die ganze Stadt ist wirklich in schwarzen Samt und schwarze Sterne gehüllt. Ja. Man muss es erlebt haben, meine Damen und Herren. Dr. Marc Benecke mit seinem neuen Buch auch heute Abend. Danke.